Im Güstrower Stadtwald wurde ein Teil der Holzernte dieses Jahres eingebracht. Das geschah in der vergangenen Woche auf zwei ganz unterschiedlichen Wegen. Im ca. 320 Hektar großen Waldgebiet zwischen Güstrow und Glasewitz hatte ein Harvester das Fällen der Bäume übernommen. Für Rückarbeiten hatte Stadtförster Holger Michel einen leistungsstarken Vorwader gebunden. Beide modernen Waldmaschinen nutzten die Brandschneise, die wegen der nahen Zugstrecke vorhanden sein muss. Insgesamt dürfen im 1250 Hektar großen Stadtwald innerhalb von 10 Jahren 62.000 Festmeter Holz geschlagen werden. Das hat ein externes Gutachten festgelegt. Ein Teil dieser Menge kommt auch aus dem Wald der Heidberge. Da wiederum ist die Arbeitsweise eine ganz andere. Das Fällen der Bäume hatten die beiden Mitarbeiter des Stadtförsters sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen einer Übung übernommen. Für das Rücken der Stämme an den Müllerweg verpflichtete Stadtförster Michel das Unternehmen Reit- und Fahrtouristik Lüchen. Die Firma rückte unter anderem mit zwei Maultieren, einer Kreuzung aus Pferd und Esel, an. Also Pferde sind die Art, die schon viel länger im Wald Holz zieht wie Maschinen, weil es gab früher nur Pferde. Und ich halte eigentlich immer sehr viel von Tradition, von Klassik, weil Forstwirtschaft ist nicht nur moderne, sondern auch Tradition und Klassik. Und vor allen Dingen Pferde machen keine so dollen Schäden, bleibende Schäden im Wald. Sicherlich arbeiten die Maschinen auf vorgegebenen Rückegassen, die sie nicht verlassen dürfen. Aber auch da wird der Boden irgendwann einmal dermaßen kaputt gefahren sein, dass der Boden die ganze Wuchskraft nicht mehr herstellen kann, die er eigentlich bringen soll. Und Pferde haben zwar rein rechnerisch den höheren Bodendruck, wie sie auch als Mensch, gegenüber einer Maschine. Aber wenn man sie jetzt vergleicht, im Wald einsetzt, ist das nicht der Fall. Und sie haben noch einen positiven Nebeneffekt. Da, wo die Pferde das Holz langziehen, wird der Boden verwundet und es kommt automatisch auch gleich Naturführung mit, die gratis wieder da ist. Also das ist eine Gratisleistung, die ja gar nicht bezahlt bekommt, sag ich mal, aber die wir gerne mitnutzen als Förster. Auch künftig will Stadtförster Holger Michel sowohl auf die moderne als auch auf die klassische Technik zurückgreifen.